Das österreichische Handballnationalteam hat sich Mitte März durch zwei Siege über Estland ein Ticket für die WM-Playoffs erkämpft. Hier geht es gegen den Sechstplatzierten der abgelaufenen Europameisterschaft. Niemand geringerer als Island steht dem ÖRB-Team gegenüber. Trainer Aleš Pajovic ist sich der Ausgangslage bewusst, sieht natürlich Österreich als Außenseiter, weiß aber gleichzeitig, dass im Handball alles möglich ist. Und er ist uns jetzt via Skype zugeschaltet, um über die aktuellen Vorkommnisse zu sprechen. Herr Pajovic, danke für Ihre Zeit. Ja, hallo. Herr Pajovic, wir sprechen zunächst mal über Vergangenes. Die beiden Spiele gegen Estland konnten gewonnen werden. Wir wissen auch ganz genau, dass einiges an Personal gefehlt hat. Die Sorgenfalten sind nicht allzu groß bei Ihnen geworden. Sie haben mit jungen Spielern reagiert und beide Spiele gewonnen. Insgesamt, wie fällt Ihr Resümee einige Wochen später aus? Ja, na, muss ich sagen, dann, wir haben schon letztes Jahr in Quali gegen Estland gespielt und wir haben eine gute Mannschaft, zwei, drei erfahrene Spieler und die haben ein bisschen Probleme mit Verletzungen gehabt und auch mit der Corona. Aber nach dem EM, wir haben ein bisschen mit ÖRB Entscheidung getroffen, dann gehen wir mehr in Richtung, dann geben wir Chance ein bisschen zu jüngeren Spielern. Und das haben wir auch gemacht, weil Fabian Posch war nicht mehr dabei und Gerald Zeiner auch nicht, Janko Bozovic war nicht da und dann war auch Zjukovic nicht dabei wegen die Kind, was er bekommen. Und ja, natürlich war jetzt neue Truppe und diese EHF-Wochen sind immer schwer, weil ich kriege so 3-4 Trainings und dann geht so direkt zum Spiel. Aber muss ich sagen, war ich schon beim ersten Training sehr, 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 sehr zufrieden. Die Jungs hat das richtig super gemacht, haben mir ein bisschen mehr Video geschaut. Das war sehr wichtig, dann die neuen Spieler wissen, was wir spielen, dann die kennenlernen mein System und muss ich sagen, in zwei Spielen war ich richtig nicht 100% an beschaffen, aber nach dem ersten Spiel war super Spiel, wir haben super Abwehr gespielt und war ein sehr dynamisches Spiel, so muss ich sagen, die Jungs haben das super gemacht, wir haben eine junge Truppe und sind bereit zu kämpfen und das ist, ich denke, wichtig, dann diese zwei Halbzeiten, zweimal 30 Minuten geben wir alles und dann kommen Ergebnisse, so wie wir gegen Estland noch. Jetzt haben Sie persönlich vor dem Spiel oder vor den beiden Spielen gemeint, dass es nicht sicher ist, dass Österreich beide Spiele gegen Estland gewinnen wird. Hat Sie es ein wenig überrascht, dass Ihre Mannschaft so auftritt? Hätten Sie mit einer anderen Körpersprache vielleicht gerechnet? Hat der eine oder andere vielleicht auch sein Maximum überboten? Ja, kommt immer diese Angst oder was kommt, waren neue Leute dabei, die wissen nicht, was genau, die haben nicht zusammengespielt. Sehr wichtig für mich ist unsere 6-0 Abwehr und dann für den Mittelblock ist sehr wichtig, dann die spielen schon viele Spieler zusammen, dann die wissen, was zu tun, aber das haben wir nicht, diese Möglichkeit gehabt, wegen das war diese kleine Angst, auch im Angriff und auch die, wir haben, muss ich sagen, in letzten Zeiten richtig nicht gute Quote gehabt von unseren Tormännern. So, das war Überraschung ein bisschen. Dann hat Ralf Häusler richtig überragend gespielt. Beide Spieler über 30% und mit so einem Tormann hinten, dann ist auch Mannschaft besser. Und muss ich sagen, dann mit der Tormannleistung war ich sehr zufrieden. Das war wichtig, für diese zwei Spiele zu gewinnen. Und natürlich, dann kriege ich auch die Schwung. Und die Fans waren auch wieder zurück. Und das war richtig schön zu sehen in Bregenz, volle Halle. Und ja, war richtig super, diese zwei Spieler und ich war nach sehr, sehr zufrieden. Dann die Jungs hat Chance gekriegt, wir haben gut gespielt, Ralf war super, so alles gut war. Abseits der Tormannleistung würde ich auch ganz gerne über die Leistung Ihrer drei Debütanten sprechen. Mittendorfer, Miskovec und auch Möstl sind zum ersten Mal quasi in den Kader einberufen worden. Mittendorfer hat er ordentlich aufgezeigt, in zwei Spielen, glaube ich, 8 Tore auch beigesteuert. Vielleicht ein Wörtchen zu seinen ersten beiden Auftritten? Ja, muss ich sagen, gibt die Westwind-Spieler, also Marko Katic und Mittendorfer, Moritz sind super, super jung. Das war auch Miskovec dabei vom Schwarz und alle drei sind groß, sind auch physisch gut. Die machen das gut in den Vereinen, gute Training und das braucht man, das habe ich schon gesagt. Dann brauchen wir große Leute für internationale Handball, ne? Und dass die alle drei Jungs hat das gut gemacht, aber Mittendorfer hat ein bisschen mehr Chance auf Rückraum links gekriegt, war schon beim Training stark und für mich sehr wichtig, dann ein Spieler spielt auch Abwehr und Angriff. Muss ich sagen, auch Mittendorfer, Mohr hat das richtig super gemacht in Abwehr, hat gut gekämpft und denke, war auch er überrascht
wie gut er gespielt hat. Aber ich finde das super. Dann habe ich jetzt einen Spieler mehr. Dann kann ich da auf Rückraum links schauen und auch im Mittelblock. Da kann er spielen und er ist sehr gut in Abwehr. Und dann Mischkowitz hat auch gut auf rechter Seite gemacht, wenn ich auch nur eine Linkshänder habe. Und das war Stevanovic. Und Mischa spielt auch sehr gut in Abwehr. Ich denke für die Zukunft, auch Marko Katic ist da. Aber in diesem Lehrgang, hast du ja gesagt, gibt nicht viel Zeit und auch nicht jetzt 10 Spiele. Dann kann jeder Minuten kriegen. Aber in dieser Situation hat die 2 ein bisschen mehr Chance gekriegt. Sehr gut. Insgesamt haben Sie auch schon zu Beginn des Gesprächs davon gesprochen, dass Sie den Kader etwas verjüngen wollen, dass die Vision auch beim ÖRB so aussieht, dass man jungen Spielern eher die Chance gibt. Was streben Sie denn an in diesem Jahr, in den nächsten Monaten? Wie sieht die Vision in Österreich aus? Ja, ist immer schwer. Wir haben über den Umbruch gesprochen, aber Umbruch ist schwer, dann du wechselst komplette Mannschaft. Du brauchst ein bisschen Zeit und du musst immer so 2, 3 Wechsel, 4 vielleicht und dann, aber im Gesamten, wir haben eine super Truppe mit Nikola Billig, mit Seppo, mit Huti und Tobias Wagner, so sind alle Jungs noch jung, kann noch lang spielen, Nationalmannschaft, das hat, was die letzten 4 Spiele, was habe ich gesagt, haben schon viel Erfahrung und jetzt auch ein paar Jüngere dabei, Robert Heber ist noch dabei, er bringt auch viel Erfahrung und da hinten Julian Raftl und Franco Lastro, die lernen auch viel vom Robert. Und ja, ich denke, wir haben eine gute Truppe und auch für die Zukunft, denke, gibt Material. Und hoffentlich, natürlich ist es immer schwer, Nationalmannschaft, probier mal Chance Jungs zu geben. Aber sehr wichtig ist für Jungs, dann die spielen gut in den Vereinen. Ne? Und wie die Vereine dann entwickeln, ist dann immer Frage. Ne? Die Mischung könnte es am Ende dann gegen Island auch ausmachen. Bevor wir auf den nächsten Gegner ein bisschen eingehen, vielleicht noch ein Wörtchen zu den beiden Rückkehrern. Nach Knöchelverletzung ist Luki Hutecek wieder zurück. Auf der anderen Seite Boris Zivkovic, der zum ersten Mal Papa geworden ist. Welche Optionen bieten sich dadurch, dass Sie im Rückraum wahrscheinlich ein bisschen stärker aufgestellt sind? Ja, Huti war schon beim ersten Lehrgang dabei, aber er war noch nicht total fit und dann haben wir die Entscheidung getroffen. Auch ich habe mit Trainer vom Lemgo gesprochen und wir haben gesagt, okay, geben wir noch Pause, weil ich finde Huti ein super Spieler, sehr wichtig für unsere Nationalmannschaft. Er ist immer da präsent, motiviert und ich denke, er wird so ein Leader sein in die Zukunft, so wie mit Nico zusammen. Und ich bin sehr froh, dann ist jetzt fit und kann uns helfen und ja, jetzt haben wir immer so gemacht, bis jetzt war immer Gerald Zeiner da, meine rechte Hand in der Mitte und jetzt müssen wir ein bisschen das suchen, meine Mittelmann und das hat auch jetzt mit Nikola Billig gut funktioniert, so mit mehr torgefährlicher Rückraumlinie und Huti ist auch, denke, Rückraum links und auch Rückraum Mitte, so denke, wird das gut funktionieren und für die Linkshänder bin ich immer happy, weil ich habe nicht viel Auswahl hier in Österreich, so ich bin froh, dann ist auch Bobo zurück und dann auch Steva. So, ja, schauen wir jetzt gegen Island weiter. Natürlich wird es schwer, aber freue mich sehr, dann gegen ein komplettes Kader gegen Island. Qualität ist also gefragt gegen einen Gegner, der mit Vorsicht zu genießen ist. Sie werden sich wahrscheinlich denken, es ist das schwerstmögliche Los, was man ziehen hat können, denn sie wurden Sechster bei der Europameisterschaft, haben somit die direkte Qualifikation um einen Rang verpasst. Was haben Sie noch für Erinnerungen an Island zu Beginn des Jahres? Die haben in der Vorrunde alles gewonnen und sind schlussendlich nur knapp Sechster geworden. Was haben Sie damals gesehen vor ein paar Monaten? Ja, sie sind richtig gut. Ich habe auch beim EM viele Spieler geschaut und da war richtig schade für die Island, hat nicht. Ich denke, war ein Punkt Problem, ein Spiel war, dann hat die Franzosen, denke, verloren und dann haben die geschafft, die Halbfinale. Und ja, die haben eine super, super Truppe mit Superstars, so wie Palmerson und jetzt, wenn du schaust, Magnusson von Magdeburg und Gisli von Magdeburg. Da gibt es Spieler aus Deutschland, Reinecker und Melsungen und ja, auf Montpellier. So, wenn ich schaue, die Kader natürlich haben super. Und auch die Isländer haben diesen Charakter, die kämpfen immer Vollgas, egal, ob es plus 10, minus 10 und die haben gezeigt beim EM, dann, die wollen was mehr machen und denke, wenn die war Kandidaten für die Medaille, die haben ein bisschen Pech auf Ende gehabt, aber
eine super Truppe, sehr starke 6-0-Abwehr, manchmal auch kompakt zusammen und manchmal auch diese aggressive, fast 3-3-Abwehr. So, ja, muss ich sagen, was habe ich jetzt schon, denke, 3 Spiele analysiert vom EM, erwartet uns eine sehr schwere 2 Spiele. Wie sieht dann der Fokus der nächsten Tage in etwa aus? Haben Sie sich schon so ein grobes Konzept zurechtgelegt, was gegen Island auf jeden Fall passieren muss, damit man überhaupt bestehen kann? Muss man sich eher auf das Defensive konzentrieren? Kann man sich im Hinspiel vielleicht offensiver präsentieren? Ja, ich habe jetzt mit meiner Co-Trainer Erwin haben wir schon jetzt in den letzten Tagen richtig detailliert die Spiele analysiert. Und ja, die spielen, was ich habe schon gesagt, sehr kompakte 6-0-Abwehr. Und in Angriff ist richtig, wenn wir schauen, nicht so taktisches Spiel, so wie Spanien spielen, aber die spielen richtig viel 1 gegen 1. Und da haben wir beim EM richtig große Probleme gehabt und das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ja, wir haben gezeigt, gegen Estland, dann können wir auch gute 6-0 spielen. Aber ich sage so, was ich habe vom Spielen gesehen, sind sehr gefährlich in Angriff. 1 gegen 1 und denke, in diesem Moment ist Magnus vom Rückraum rechts von Magdeburg einer von besten Linkshänder da, was gibt und da mussten wir viel aufpassen, da kommen auch viel durch, aber da ist auch ein Problem, wenn du fokussierst mehr auf, ich weiß nicht, da Richtung Magnus und dann kommt Palmason oder kommt, ich weiß nicht, Gudmundsson und gibt so viele Spieler, dann musst du aufpassen, so, ja, was ich sage, ist nicht einfache Aufgabe, aber wir haben gesagt, wir haben jetzt ein paar Trainings, wir müssen das vorbereiten. Jungs, hoffentlich kommen alle gesund und dann gehen wir Mittwoch in Bregenz Vollgas. Sie sprechen es gerade an, in Bregenz. Sie können sich bestimmt aber auch erinnern, vor 3 Jahren haben Sie in Dornbirn gegen eine spanische Nationalmannschaft gewonnen, die durchaus von der Qualität gleichzusetzen ist mit Island. Teilen Sie Ihre Erinnerungen an damals? Wie haben Sie damals vielleicht die Mannschaft darauf eingestellt? War das dann die Eigenmotivation, die ohnehin vorhanden ist? Oder gibt es da vielleicht ein kleines Rezeptchen, was dann funktioniert hat? Ja, eine kleine Mischung, muss ich sagen. Damals war ich sehr, sehr froh, dass man mein erstes Spiel und so, wenn du gewinnst gegen Spanien, ist immer, immer schön, aber ehrlich, das war, ich denke, nur diese, oft ist so, wenn die auch Mannschaft wechselt, die Trainer, dann kommt neue Motivation und alles, so das war ein bisschen Mischung, natürlich ein paar taktische Sachen war auch dabei, weil ich probiere auch viel dieses spanische System zu machen, so das war für mich nichts Neues, so das habe ich, wir haben gute Analyse gemacht und das war diese kleine Mischung, das haben wir dann gut in dieses Spiel gemacht. Jetzt erwartet uns ein bisschen andere Handball, so das ist skandinavischer Handball. So, schau mal, wäre schön, aber müssen wir sagen, sind die Isländer in diesen 2 Spiele richtig in Rolle vom Favorit. So wird schwer und müssen wir auf uns fokussieren und bringen unsere Leistung und probieren wenig Fehler machen, weil in diesen 2 Spielen gegen Estland war ein bisschen ein paar Fehler zu viel in der Angriff, aber das ist normal, wenn gibt viele neue Spieler dabei, aber Problem ist gegen Island, wenn kommen die Fehler, dann so gute Mannschaft wie Island, die nutzen diese Fehler sofort und du kriegst gegen Schluss Tor und dann ist schwer spielen. So braucht man richtig voll Fokus, voll Motivation und 2x60 Minuten Kampf. Am 13. und 16. April, sprich in der Osterwoche, steigen dann die beiden Begegnungen gegen Island, zunächst in Bregenz und dann eben auswärts. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, zur Europa League, Euro-Qualifikation für 2024. Da wurden die Gruppen Ende März jetzt ausgelost mit, glaube ich, ganz passablen Gegnern. Die Färöerinseln sollte man schlagen und bei Rumänien und der Ukraine, da hält sich dann wahrscheinlich die Waage. Wo sehen Sie denn Ihr Team in dieser Konstellation? Als stärkstes Team oder zweitstärkstes? Ja, muss ich sagen, dann können wir sagen, dann wir sind zufrieden mit der Auslosung. Das in der anderen Gruppen vom Top 2 und Top 3, muss ich sagen, dann Ukraine passt. Dann denke ich, glaube nicht, dann haben wir da Chancen. Ne? Und auch Rumänien sind so unbekannte Mannschaft, aber muss ich sagen, dann spielen viele in Bukarest und Bukarest spielt auf. Ich denke, Champions League oder Europa League, so gibt ein paar erfahrene Spieler auch im Ausland. So, ja, Faroe sind Outsider in dieser Gruppe, aber die Rumänien, Ukraine und wir sind irgendwo da. So, ich schaue, die dann Chancen sind gut. Natürlich müssen wir erst die Leistung bringen und Punkte holen. No? Und
Wir haben gesehen letztes Jahr, wie schwer war, auch gegen Bosnien und Deutschland und Estland, war nicht so einfach, war bis letztes Spiel knapp, so wie letzte Woche war, sondern musst du beide Spiele gewinnen, auch gegen Bosnien, auch gegen Estland, dann gehst du weiter. Wir haben das geschafft und hoffentlich dann auch, wenn wir starten im Herbst mit der Quali, dann können wir, denke ich, spielen wie gegen Rumänien und Inseln dann erste zwei Spiele und das wäre sehr, sehr wichtig für uns, dann holen wir die ersten vier Punkte. Aber muss ich sagen, erst ist noch Fokus auf jetzt nächste Woche Island und dann haben wir genug Zeit bis Herbst das alles vorbereiten. Aber was ich gesagt habe, wir sind zufrieden mit Gruppe und ist machbar noch. Ja, eine Ausgeglichenheit auf jeden Fall mit realistischen Chancen auf die Qualifikation für die Euro 2024. Und ganz zum Schluss sprechen wir auch noch das nationale Geschehen an, denn der Grunddurchgang in der HLA-Meisterliga neigt sich jetzt dem Ende zu. Die üblichen Verdächtigen haben sich wieder vorne angesiedelt, sprich Hart, die Fibers, Krems, aber auch Bregenz. Haben Sie persönlich aus dem Grunddurchgang für Sie einen Favoriten schon bestimmen können oder sehen Sie auch hier ein sehr ausgeglichenes Verhältnis? Ja, muss ich sagen, dann... Ich habe vor der Saison gedacht, dann wird Hart richtig dominant heuer sein, weil wir haben richtig super Kader und muss ich sagen, auch gute Trainer, jetzt auch Spielertrainer. Aber ja, die haben alle Mannschaften gezeigt, dann, die wollen alle Meisterschaft gewinnen. Also, Krems ist da, Hart ist da, Fiverr, so wie immer. Natürlich ein bisschen mit schlechterer Kader, aber die kämpfen immer 60 Minuten und die holen die Punkte. So, Bregenz ist auch da. So, denke, wird sehr, sehr interessant noch jetzt. Und schau mal, heute gibt auch Derby, no? die Fivers gegen Hart. Schau mal, was da passiert. Wer ist dann Erste? Und dann warten wir auf Viertelfinale. Und ich muss sagen, dann ist schwer zu sagen, wer will Meister sein. Aber denke, wird sehr, sehr interessant noch. Weil mit diesem österreichischen System ist dann immer... Kannst du die ganze Saison gut spielen und bist du Erster, aber dann hast du Probleme mit Verletzungen oder hast du eine schlechte paar Tage und kann ein Problem sein. Aber ja, ich muss sagen, wird interessant und ist schwer jetzt zu sagen, wer ist jetzt Favorit. Aber was wir haben schon gesagt, Hart, Krems, Bregenz und Fivers, denke ich. Also die Playoffs, die werden dann wahrscheinlich Klarheit reinbringen. Ihr Ex-Verein aus Graz, wie ist da vielleicht noch der aktuelle Kontakt oder ist der mehr oder weniger schon ein bisschen abgerissen durch Ihre Tätigkeit als ÖHB-Trainer? Ja, ich wohne in Graz, so bin ich fast regelmäßig auch mit Jungs und auch mit Herrn Schweighofer in Kontakt und bin ich sehr froh, dann haben wir die heuer geschafft, wenn ich war auch in dieser Rolle, wenn wir haben bis letztes Spiel, wir waren nicht sicher, oder bleiben in der ersten Liga oder nicht. Und das ist viel einfacher, wenn du bis im Viertelfinale auch so Pläne machen für weiter und für nächste Saison. So bin ich sehr froh, dann hat meine Verein Graz das heuer gut gemacht mit Trainer Kramer. Ich denke, das funktioniert gut und ich muss sagen, dann die Jungs etwas sind verdient in die Viertelfinale und jetzt schauen wir, was kommt weiter. Aber muss ich sagen, dann sind Unterschiede da in die Qualität vom Erste und Achte. Aber ja, wir haben gute Spieler gezeigt. So, denke, ist alles möglich. Die Karten werden neu gemischt. Auf jeden Fall danke für die Einschätzungen, was die heimische Liga betrifft. Wir wünschen schon mal alles Gute für die beiden Spiele gegen Island und hoffen natürlich auf eine Qualifikation für die WM 2023. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Das war also der ausführliche Einblick in das aktuelle Geschehen beim österreichischen Handballteam. Am 13. und 16. April steigen die beiden Begegnungen gegen Island und der Sieger ist bei der WM Anfang des Jahres 2023 in Polen und Schweden mit dabei. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als unseren Burschen die Daumen zu drücken und wir hoffen auf ein erfreuliches Interview nach diesen beiden Begegnungen. Bis zum nächsten Mal. Boom, boom, boom.